Der Besuch im Sexshop. Sicherlich aufregend, vor allem wenn man nicht routiniert ist. Aber Routine kann man auch da erlangen. Ja, mein erstes Mal war letztendlich sogar alleine, weil mein Freund damals ein paar hundert Kilometer weg wohnte und er beauftragte mich quasi damit und instruierte mich und ich wäre fast geplatzt vor Aufregung. Ich glaube, ich hatte so eine rote Bombe und Bluthochdruck und was weiß ich nicht alles und nachdem ich da 15, 20 Minuten war und das erstanden hatte, was ich angehalten war zu kaufen, war ich auch echt froh, dass ich wieder draußen war und hatte fast Schnappatmung. Ja, ich war dann öfter dort zu finden und was wirklich ganz toll ist, wenn man, letztendlich sind wir ja alle, wenn man da drin ist, in der Regel aus demselben Grund da. Und das ist einfach toll, weil letztendlich gibt es überhaupt keinen Grund, aufgeregt zu sein, sondern es ist kann richtig entspannend sein und letztendlich kann man da zwischen den Artikeln wählen und begutachten und so, als wenn ich irgendwo im Supermarkt stehe und überlege, welche Marmelade ich kaufe. Und was ich richtig cool fand, war, dass ich irgendwo auch mal in irgendeiner Ecke mir Dinge angeguckt habe und dann stand da ein Typ bei den Vibratoren und war wohl mit seiner Frau am Sprechen, am Telefonieren und dann immer so, ja, also hier ist einer, nee, warte mal, stufenlos. Ja, der hat 5 verschiedene Vibrationsstufen, sieht aber nicht so schön aus. Die Farbe ist okay, aber ich weiß nicht. Und hier habe ich sonst auch nichts. Der ist, glaube ich, irgendwie von unter dem und dem Aspekt besser, aber ich weiß es nicht. Soll ich dir mal Fotos schicken und so? Und da habe ich gedacht, wie cool sind die dann drauf. Ja, und inzwischen könnte ich es sein. Und von daher, Sexspielzeug, Sextoys können wirklich auch ganz toll sein. Vor allem auch in Beziehungen, wo vielleicht die Frau Probleme hat, zum Höhepunkt zu kommen oder aber auch der Mann, der zu früh kommt, weil es gibt da auch Dinge für den Mann, zum Beispiel den Penisring, der den, ja, den Samenorgasmus, den Orgasmus verzögern, auszögern soll. Also traut euch, seid auch hier mutig, es gibt ja ganz tolle Sachen.